Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir im Daser-Museum. Das Daser-Museum organisiert immer viele Ausstellungen. Unser allererstes Video haben wir auch hier in der Daser gedreht. Heute ist die Ausstellung Willkommen im Hotel Global. Diese Ausstellung ist speziell für Kinder geeignet. Ah, da kommen ja schon unsere anderen Reporter. Also irgendwie muss es ja mit einem Hotel zu tun haben. Ein Hotel im Museum? Natürlich ist das kein richtiges Hotel, aber hier gibt es sehr interessante Gäste und jetzt gucken wir uns mal an, was es hier alles so gibt. Ich würde selber lieber um die Welt reisen. Einfach so? Mensch, dann würde sich doch das ganze Klima noch mehr verschlechtern. Mensch, du hast global gesagt, das ist auch der Name von dem Hotel. Hier dreht sich auch alles über die Globalisierung. Und die Gäste, die in der Ausstellung sind, die haben auch sehr viel mit der Globalisierung zu tun. Willkommen in unserem Hotel Global. Gehen wir jetzt mal rein, ich bin jetzt voll neugierig, ja? Hey, habt ihr eigentlich einen Pass? Na klar, aber zu Hause. Ihr bekommt jetzt einen Pass von mir, damit könnt ihr in alle Zimmer reingehen. Und das hier ist dann wohl die Lobby, würde ich sagen. Und da hinten sind dann wahrscheinlich die Zimmer. Welches Zimmer sollten wir eigentlich anschauen? Das hier ist ja interessant. Wollen wir vorher noch nicht mal was essen? Ey, Livien, was gibt's heute zu essen? Wir machen heute Fleisch. Ich muss noch überlegen, ob ich Biofleisch nehme oder normales Fleisch nehme. Bio natürlich, ist viel gesünder. Ja, aber das dauert wahrscheinlich ja noch. Dann lass uns mal ein Zimmer. Wie wär's mit Zimmer 2? Ich glaube, da ist eine Fotografin. Hier siehst du Fotos von Catherine Ballet. Sie ist eine französische Künstlerin. Hier geht es um etwas sehr Wichtiges. Unsere Identität. Identität betrifft alles, was dich persönlich angeht. Name, Größe, Augenfarbe, deine Sprache, wo du herkommst. Und genauso, was du für ein Bild von dir hast, was dich speziell von anderen Leuten unterscheidet. Dein Charakter, deine Begabungen und Spleens. Das ist alles wichtig für dein Selbstverständnis. Nicht nur, wie reich oder arm du bist und zu wem du gehörst. Auch, wie du dich so fühlst und wie du das zum Ausdruck bringst. Mach doch mal ein Foto. Vielleicht entdeckst du was ganz Typisches, von dem du selbst noch nicht 100% was wusstest. Sagt mal, wo kommen denn eure Klamotten her? Kick. Sehr witzig. Ich meine, wo die hergestellt werden. Bestimmt nicht in Deutschland. Das sagt mein Lehrer zumindest. Und Kinderarbeit ist in Europa verboten. Schaut mal, hier gibt es die Antwort. Krass, die am härtesten arbeiten, bekommen am wenigsten. Man kann aber auch etwas dagegen tun. Zum Beispiel kann man sehr gehandelte Klamotten kaufen. Aber wenn die doch überall im Ausland hergestellt werden, wie kommen die dann eigentlich zu uns? Gute Frage, aber in Zimmer 4 kriegen wir die Frage beantwortet vom Kapitän. Ahoi! Hier siehst du einen Hafenumschlagplatz, auf dem große Schiffe be- und entladen werden. Captain Richter ist Kapitän auf der COSCO Germany. Das ist eines der modernsten Schiffe der Welt. Er fährt auf einer Route zwischen Hamburg und Shanghai und transportiert 8000 Container. Was da alles drin ist, weiß er auch nicht ganz genau. Außer es ist was Gefährliches wie Chemikalien oder Feuerwerkskörper. Moderner Schiffstransport, sagt er und verlangt von allen das Wichtigste. Sehr gute Zusammenarbeit in seinem internationalen Team. Es gibt hier ein Schiffsmodell, das mit Containern beladen wird, die alle die gleiche Größe haben müssen, damit sie weltweit in Züge und Schiffe passen. Die meisten Dinge des Lebens werden dort verstaut, um sie in aller Welt zu verkaufen. Kakao, Fußbälle, Kleidungsstücke, einfach alles.
dann mal los. Ich bin der Kapitän. Okay, du hast das Kommando. Ich habe eine große Verantwortung für ein großes Schiff. Ohne uns wären die Regale im Supermarkt leer. Wir transportieren alles, Nahrung, Fußbälle, Autos oder Chemikalien. Alles kommt in solche Container. Ein Schiff kann über 10.000 Container transportieren. Das größte Schiff hat über 20.000 Container. Und es gibt über 5.000 Containerschiffe. Schaut euch doch unter dieser eingeblendeten Adresse mal unser Hafenvideo an, da erfährt ihr mehr zu Containern. Hey toll, mit dem Schiff kommen immer neue Sachen, die man anziehen kann. Globalisierung ist doch gut. Aber dann gibt es doch immer mehr Müllberge bei uns. Und die sind ja giftig. Die ganzen Schiffe verbrauchen ja richtig viel Benzin und Öl. Ja, es ist ein großes Problem unserer Globalisierung. Unsere Erde leidet immer mehr. Habt ihr schon die Bilder aus China gesehen? Der Smog ist so extrem, dass die Menschen schon krank werden. Mein Vater sagt, die haben noch viele alte Maschinen und die machen Strom aus Kohle. Ja, weil wir immer weniger Geld für ihre Produkte bezahlen wollen. Deswegen können die sich auch keine teuren Maschinen leisten. Sind wir an der schlechten Umwelt und den schlechten Arbeitsbedingungen schuld? Wie die Menschen? Ja. Gemeinsam können wir sehr viel verändern, auch als Jugendliche. Ein außergewöhnlich gutes Vorbild ist dafür Felix Finkbeiner. Der hat sein Zimmer in Zimmer 8. Hört mal, was der Page sagt. Achtung! Es gibt eine weltweite Schülerinitiative. Sie heißt Plant for the Planet. Bäume pflanzen für unseren Planeten. Die Idee kam von Felix Finkbeiner. Er war 9 Jahre alt, als er in der Schule ein Referat über die Klimakrise halten sollte und vorschlug, dass Kinder in jedem Land 1 Million Bäume pflanzen sollten. Jeder gepflanzte Baum ist ein CO2-Speicher gegen die schlechte Luft auf unserer Erde und auch ein Symbol für Klimagerechtigkeit. Inzwischen beteiligen sich schon Kinder aus über 100 Ländern an der Initiative, die auch international große politische Anerkennung gefunden hat. Schaut euch mal um hier. Ganz wichtig für euch. Den Felix müssen wir unbedingt kennenlernen. Ja, das ist eine super Idee. Jetzt gehen wir wieder in unser Büro und schreiben Felix eine E-Mail. Man sieht sich. Bye, bye.